Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Zach. Und ich, der Micha. Ja, und heute kommt was ganz Besonderes, nämlich die Mystery Booster Convention Edition wird geunboxed. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt sie schon. Mystery Booster Convention Edition in dunklem Schwarz. Keine weitere Artikelbeschreibung dabei. Mysteriös. Ne? Es gab ja schon mal die Mystery Booster, die wir auch schon mal geunboxed haben, aber die Convention Edition ist jetzt nochmal was Spezielles. Geht auch nur an die Magic-Fachgeschäfte raus, also an die WPN-Stores und WPN-Premium-Stores, um auch das Spielen im Ladenlokal wieder anzukurbeln und ist mega limitiert. Ne? Also fragt gerne bei euch mal beim Local Game Store nach, ob er auch Events hiermit anbietet. Wir haben unseren Trading ganz super Steuer jetzt ja noch gesagt, aufgrund der Infektionslage bis zum 2. November ist noch geschlossen. Deswegen gibt es bei uns die Mystery Convention Edition in Boosterform zu kaufen und auch in Displayform, aber es ist wirklich mega limitiert, also wenn es weg ist, ist es weg. Es ist ja eine rein englischsprachige Edition. Ich weiß. Designed für das Booster Draft Format und es ist eine Chaos Booster Draft Edition. Chaos Booster Draft heißt ja, man nimmt einen Booster von allen möglichen Editionen, also mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten und dann wird mal gedraftet. Und wir werden ja auch und damit Sealed Decks bauen. Ne? Genau. Und also dann nochmal 6 Booster im Nachgang nochmal jeweils öffnen, du mal, ich und auch Jenna. Und uns daraus dann Decks bauen, mit dem wir uns auch dann duellieren werden. Im Twitch-Stream könnt ihr live dabei sein, immer sonntags ab 14 Uhr. Ja, aber ansonsten geht es jetzt bei uns hier gleich mit dem Unboxing los. Aber erstmal, wie bei jedem Unboxing, kommen wir mal zur Verlosung. Denn bei jedem Unboxing-Video ist von Dragon Shield immer ein Verlosungsartikel mit dabei. Und hier haben wir Ria Lada, die Art Matte Sleeves. Dragon Shield bringt ja auch sowieso sehr hochwertige Sleeves raus und super gute Printed Sleeves. Die sind richtig schick. Die sehen super aus. Ja, ja. Und ich habe mal eine Karte mitgebracht aus unserer Rubrik Die besten Magic-Karten ihrer Art. Hier den gebieterischen Perfekter, eine super Elfenkarte. Da haben wir hier die besten Elfen vorgestellt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen in die Playlist. Und da seht ihr auch, die Karte passt da gut rein. Ne? Und von der Rückseite ist entsprechend auch alles blickdicht. Also da könnt ihr mit Dragon Shield macht ihr da nichts verkehrt. Ne? So, das dazu. Genau. Also macht gerne mit. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Jo, jetzt aber leg ich los als erster mit der Mystery Booster Convention Edition. Bin sehr gespannt. Fangen wir an. Ja, weil halt Chaos Booster Draft, wie gesagt, heißt, es kann einen alles Mögliche erwarten. Ne? Und es ist jetzt ja auch die Convention Edition. Das heißt, die wird sich nochmal unterscheiden von der vorangegangenen Mystery Booster Edition, die wir damals hatten. Ich bin echt gespannt und es kleckert ja nur so ein bisschen in den deutschen Markt rein. Ne? Also wirklich, Magic bringt ja verschiedene Produkte für verschiedene Spielertypen raus. Und das ist halt, wie gesagt, für die erfahrenen Spieler. Oh, geht erstmal schon mal schwer auf. Oh Gott. Sieht mega leicht drauf. Ich habe ihn auch jetzt. Okay, alles klar. Gut, ja, du kannst ja schon ein bisschen voröffnen dann. Aber so, wir wollen mal. So, die erste Karte, die uns anschaut hier, kommt aus Hauptsatz 2015. Divine Favor. Ich lese jetzt mal nicht alle Karten vor. Dann Sacred Cat. Ach ja, so war das nochmal. Es kommt immer entsprechend pro Farbe immer 2 Karten. So, können wir wieder Editionsraten haben. Aus, ne? Amonkhet. Amonkhet, richtig. Ja. Richtig cool, denn es kommt eine Uncommon-Karte, Ensoul Artifact, die muss man kurz vorlesen, für ein blaues, ein beliebiges Aura, verzauberten Artefakt und die verzauberte Artefakt ist eine Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft 5/5 im Zusatz zu den anderen Typen. Ja, auch eine Uncommon, ne? Und eine Uncommon-Karte, genau, jetzt kommen nämlich 2 blaue Karten und die ist auch wieder aus M15. So, und direkt nochmal gefolgt von einer weiteren Uncommon, Siegel Starfish aus Origin. Origins, hier unten steht es immer, ne? So. Und dass es ein Reprint ist, das sieht man immer an dem kleinen Spark hier unten an der Ecke. Da, da seht ihr. Jetzt haben wir hier Induced Despair aus. Keine Ahnung, das hätte ich noch, ich noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, ein Dual Deck irgendwas gewesen. Dann. Okay, dann kann ich es auch gar nicht. Aber dann wissen wir ja, für Sea Deck werden wir auf jeden Fall mehrfach spielen sollen, weil vom Draften kann man sich dann verschiedene Farben raussuchen. Ne? Oh, jetzt kommt eine Karte, die ist andersrum. Ich glaube, das ist nur ein Fehler. Was mag das wohl sein? Ja, wir werden es ja sehen. Wir werden noch ein bisschen weiter unboxen. Also gucken wir mal. Vielleicht ist es wirklich nur ein Fehler. Wir ja, rot. Ich denke schon. Ne? Ill-Tempered Cyclops aus. Zendikar oder so? Seedwalk Brawlers aus Aether Rebellion. Ja.
Das ist richtig krass zu spielen. Nochmal, was ist das für eine Fähigkeit? Was kann die? Ist also nicht nur die Flasche. Und ja, muss man sich erstmal wieder durchlesen. Du spielst auch schon ein paar Jahre. Also ist auf jeden Fall nichts für Anfänger. Das hat viel mit Lesen zu tun. Und es ist halt wirklich einfach chaotisch. Das heißt, wenn ihr gegeneinander spielt, man weiß halt überhaupt gar nicht, was man in den Boostern öffnet. Beziehungsweise, was hat denn der andere geöffnet? Ja, also das schon. Ist Domino, ja. So, jetzt kommen wir auch, hier sind wir bei mehrfarbig. Kaladesh. Unlimited Might. So. Das ist eine Artefaktkarte. 15 Karten sind ja im Booster drin. Vernichtung. So, jetzt nochmal wieder. Jetzt haben wir jetzt eine Karte im Retro-Frame dabei. Hm? War die früher auch ein. Ich glaube, hast du wieder jetzt nur in der Convention Edition. Deswegen machen wir ja mehr, um zu gucken, was wir denn so finden. Ne? So, und hier als Rare-Karte haben wir Oleg Lunarch-Marschall für ein weißes und 3, Human Soldier 3-3. Zu Beginn jeder Kampfphase bekommen Kreaturen, die du kontrollierst, Erstschlag, bis zum Ende des Zuges eine Kreatur, die du kontrolliert, Erstschlag hat. Das gleiche passiert für Flugfähigkeit, Todesberührung, Doppelschlag, Eile, Hexproof, immer nochmal, Unzerstörbarkeit, Lebensverknüpfung, Menace war Bedrohlichkeit, Reichweite, Skalk weiß ich gerade nicht, Trampeln und Eile, Wachsamkeit, ja. Also einfach so die ganzen anderen Fähigkeiten, wenn man kopiert. Oh, und das ist nochmal neu. Das ist die mächtigste Karte in Magic the Gathering. Ja, sieht man. Ja, die sind nämlich nur, das war es nochmal, die sind nämlich nur in diesen Mystery Booster Convention dann drin. Eine Testkarte. So wurde dann der Season Weaponsmith als Testkarte irgendwie dann verfummelt. Ne? Super. Und den darfst du aber jetzt spielen. Oder sammeln. Zwei. Ja, das hättest du auch mal können. Ja, das hätte ich auch mal. Das finde ich mega lustig. Vor allen Dingen ist es ja wieder auch so mega limitiert. Und ich weiß gar nicht, ist der jetzt rare oder sonst irgendwas? Keine Ahnung, der hat ja gar keine Rarität. Also auf jeden Fall haben wir jetzt Season Weapons, ist ja normalerweise keine Rare-Karte, glaube ich. Aber ja, so ist der Schuss. Ich leg den mal an die Seite, ja, dann könnt ihr gerne mal rauszoomen. Naja, so, was hast du denn? Jetzt haben wir erstmal den weißen Karten. Ja. Ne? Also wirklich komplett mit den Modern Masters. Oder Eternal Masters war es, aber das Julians Däumchen dazwischen jetzt wieder. Beim Blau wollen wir die Ankams kommen hier, ne? Cards of Tark hier war das. Masters 25. Ja, das wird schon fordernd. Also ist definitiv kein Einsteigerformat. Wir haben ja im letzten Unboxing haben wir euch ja die Magic Einsteiger Paket Decks vorgestellt. Ein super günstiger Artikel. Guck mal, rot ist immer gedreht, ne? Aber eine sehr gute Ankam-Karte zum Beispiel auch, ne? Also, wie merkt man, kann in den Slots immer auch Ankam sagen. Der Booster strotzt der hier gerade vor Ankam-Karten. Ne? Ist halt Chaos. Ja, und also das ist halt definitiv ein Produkt, das ist ja keine reguläre Magic-Serie, es ist einfach so ein Nebenbei-Produkt, um das Spielen im Local Game Store wieder anzufachen und es orientiert sich einfach an die erfahrenen Magic-Spieler. Ne? Oder an die Spieler, weil es ist ja auch eine weltweite Veröffentlichung, die sagen, ich habe einfach Lust, einen Chaos-Booster zu öffnen, wo ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Oh, guck mal, jetzt hast du praktisch wieder eine alte Artwork-Karte als Rare-Karte. Ne? Impending Disaster aus Ursas Legacy damals. Aber im Reprint, das sehen wir ja an dem Spark hier. Ne? Für ein rotes und 1 Verzauberung während der Versorgungsphase, wenn da 7 oder mehr Länder im Spiel sind, musst du sie opfern und zerstörst alle Länder. Also praktisch schon weiß, ein roter Armageddon gesehen. Aber, ne? So, und in dem Booster hast du dann dadurch, dass du hast also einen Retro-Frame-Slot. Legen die Karte gleich nochmal raus, hier links nachher mal insgesamt ins Bild. Und als weitere Rare, als reguläre Rare, den Greenpelt Rampager. Für ein grünes 3-4er Elefant. Wenn er ins Spiel kommt, dann erzeugst du 2 Energiemarken auf ihn. Und bezahlst 2. Musst du 2 Energiemarken bezahlen. Enter the Battlefield, pay 2 Energiemarken, ja. Wenn du das nicht kannst, musst du den auf die Hand zurückbringen und bekommst eine Energiemarke. Das heißt, eigentlich braucht man eine andere Quelle, wenn man ihn direkt in Zug 1 legen kann. Ansonsten kommt er immer zurück, kann man immer anti sagen. Guck mal, er kommt. Der ist aber auch echt gut, weil er ist ein 3-4er, ne? Den habe ich damals auch gerne gespielt, ja. Ja, weiß ich auch. So, und dann hast du den Growth-Charm wieder. Ne? Also so, ich glaube, das sind alles Bilder, die ich selbst mag. Ja, also Julian ist Magic Artist, jetzt wissen wir das. So, ja, so ist genau. Und schöne Auswahl. Und auch schöne Auswahlbilder. Ja. Ne? Kannst ja auch sagen, oh, super, ich mal das dann halt nach. Ne? Ja. So, ja, ist aber definitiv da jetzt keine Rare-Karte. Das ist aber wieder eine Testkarte. Ich weiß gar nicht, ob sie noch. Legen wir auch mal an die Seite. Ob sie als normal. Also, wir haben immer eine Testkarte drin, eine reguläre Karte und eine Old-Frame-Karte. Mir gefällt es jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also vor allen Dingen einfach damit zu spielen. Das ist dann so eine Sache, wir sagen immer, wir snacken das mal weg. Ne? Einfach mal einen schönen, eine schöne Zeit mitmachen. Man gibt ja auch sonst immer wieder Geld für andere Sachen aus, irgendwie Filme mal ins Kino gehen oder sonst irgendwas. Und wenn man dann sagt, man macht das, also man sollte es definitiv spielen, also nicht nur öffnen, sondern wirklich sagen, ja, ich mache dann einen Booster-Draft mit, also oder im Freundeskreis halt einfach. Könnt ihr ja auch einen Booster-Draft machen. Wir haben es sonst auch teilweise gemacht, wenn Booster zu teuer waren. Die sind ja auch einen kleinen Schlag teurer als die regulären Booster, dass man dann sagt, man schreibt zum Beispiel die gezogenen Rares auf und kriegt sie nachher wieder. Ja, also da kann man sich so im Hausgebrauch so seine eigenen Regeln stricken. Jo. Ja. Elektrode, da sind wir wieder bei Multicolor-Karte. Fällt uns ein. Aber wirklich kunterbunter Mix, ne? So, ich habe einen Drachen, den Knollsbein-Dragon aus Shadowmoor war der damals. Für, also Schattenmoor, glaube ich, war das. Für 2 rote und 5, 7-5er Drachen. Fliegend, wenn er ins Spiel kommt, kann ich meine Hand abwerfen und so viele Karten ziehen in Höhe des Schadens, den ein gegnerischer. Ein Zielgegner bekommen bei dieser Runde. Ne? Auch gut. Für Draufhornex. Oh, guck mal, und hier bam! Auch in diesem Booster, das ist ein Mythic Rare sogar. Also haben wir jetzt Archiv, also Rare-Karte und Mythic Rare-Karte. Ne? Und also da wieder 2 in einem Booster. Legendäres Artefakt: immer wenn du Leben bekommen würdest, bekommst du doppelt so viel Leben stattdessen. Richtig. If you would draw a card, except the first one, only draw du kannst auch nach der ersten Karte, wenn du dann nochmal eine Karte ziehst, dann darfst du stattdessen 2 Karten ziehen. Sehr gut. Ja. Ja. Und Tibalt der Chaotische. Das wäre ja ein Planeswalker. Da ist ja die Frage, ob das jetzt ein Ankam-Planeswalker oder ob es diese Karte auch wirklich im Spiel gibt. Du bist ja so ein kleiner Tibalt-Fan, ne? Also ich weiß nicht. Nein, finde ich nicht, aber. Ja, ja doch, Magic-Karten in Hand. Ich finde das schon mal cool. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall irgendwie. Not for Constructed Play. Guck mal, steht da ja. Das ist eine reine Testkarte. Dann sind die, glaube ich, einfach zum Sammeln. Oder egal, einfach trotzdem spielen. Ne? Weißt du? Ich hab den Tibalt, ich sag's dir. Pass mal auf. Ankam-Tibalt. Wenn der Tibalt mit der Hände, ne? Ich sag's dir, dann geht's aber richtig zur Sache. So, okay. Finde ich super die Edition. Also, man weiß ja überhaupt gar nicht, was jetzt im nächsten Booster kommt, ne? Keine Ahnung. Also wenn man das so oft, muss man auf jeden Fall auch Multicolor spielen. Einfach nochmal einen Rippen. Ich muss ja mal kurz eben sagen, Julian hat ja mega Angst, hat gerade noch total gewibbert vor dem Video, dass er sagt, oh nein, ich muss da mit einem Sealdeck bauen, alles in Englischsprache, ich muss alle Karten vorlesen, wie soll das gehen? Ja, wir werden sehen, Julian. Ich lese sie nicht vor. Wir werden sehen. Du wirst dich da irgendwie durchnuscheln, und dann werde ich dich im Duell dann total hart fertig machen, weil mein Deck sowieso immer besser ist. Es sei denn, du lachst dich mit irgendwelchen Rares durch. Mit 6. Willst du schon mal lesen? Nö. Okay. Assemble the Legion. Für ein weißes, ein rotes und 3 Verzauberungen. Zu Beginn deiner Versorgungsphase legst du einen Muster-Counter da drauf und dann bringst du einen 1-1 roten, weißen Soldaten, Kreaturen-Spielstein mit Eilen ins Schlachtfeld für jeden Muster-Counter auf dieser Verzauberung. Es werden also immer mehr, die dann reinkommen. Mhm. Die Legion hat. Und da auch da wieder. Da frage ich mich schon, warum ich denn in meinem ersten Booster den Flameshot gehabt, der ist auch unverschämt. Wir haben gerade wieder Glück. Akran Horse für 4 Mana, ein trojanisches Pferd praktisch, Stärke 0, Widerstandskraft 4 mit Verteidigung. Wenn sie ins Spielfeld kommt, bekommt ein Gegner die Kontrolle darüber. Kennst du die Legende vom trojanischen Pferd? Ja. Erzähl die. Aber es wird auch so reingesneakt, ne? So, und zu Beginn deiner Versorgungsphase erzeugt jeder Gegner einen 1-1 weißen Soldatenspielstein. Also, gibt es ja deinen Gegner. Also du gibst es deinem Gegner und dann kriegst entweder du richtige oder rein, allein spielt dann immer die sagen, oh, Sieg Bolas Council. Ja, das ist einfach Bolas am Telefon. Das ist richtig, richtig cooler Artwork. Bolas am Telefon redet mit einem Menschen. Ja. Ja, super. Holt mich voll ab. Also finde ich total lustig. Einfach so ein bisschen cool. Irgendwie dieses, im Hintergrund sieht man auch immer noch so ein bisschen. Im Haus, wie sieht denn die Rückseite aus? Ist es denn eine ordentliche Magic-Karte? Es ist eine ordentliche Magic-Karte. Also ich würde einfach sagen, im Hausgebrauch dürft ihr spielen, was ihr wollt. Ja, die Karte. Ja, für sich auch genau ihr habt die Karte, spielt sie. Ja, also insofern finde ich voll cool. Ne? Dann müssen wir uns ja nochmal schlau machen, ob wir die im Deckbau benutzen dürfen. Die Testkarten. Aber es steht ja not for constructed play. Aber Constructed ist ja, doch, Sleet ist ja auch Constructed, ne? Gefühlt sind auf der Rückseite, also dahinter, hinter diesem Bild, noch eine echte Karte. Ja. Also so ein echter Mythic Planeswalker, aber ist halt bedeckt. Ach, guck mal, jetzt kommt hier, blau, ja, ist ja hier die Karte, ist ja da ein blaues Mana-Symbol.
Mann, das wird auf jeden Fall tricky, da was draus zu bauen. Ja, so einfach, auf jeden Fall nicht so leicht. Einfach, ne? Einfach mal zusammenschmeißen. Muss auf jeden Fall Multitalent spinnen. Wo haben wir Kreaturen und sonst irgendwas? Armadillo Cloak ist eine sehr, sehr schöne Verzauberung. Jetzt hier im Reprint aus Eternal Masters. Für ein weißes, ein grünes, ein beliebiges Mana, eine Aura, also verzauberte Kreatur. Die bekommt dann +2/+2 und Trampeln. Aber immer wenn die verzauberte Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, bekommst du so viel Leben. Mhm. Auch immer richtig gut. So, ein Artefakt dazu. So, Doomgrove Elder aus M12. Ein grünes und zwei Mana, Sternchen. Hexproof, diese Kreatur kann nicht das Ziel von Sprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Und seine Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Anzahl an Wäldern, die du kontrollierst. Der kann also im grünen Deck auch nicht zum Hype-Performer werden. Auch wieder eine zweite Rare-Karte da drin, der Chasm Skulker für ein blaues und zwei. Hauptset 2015, 1/1er, Squid Horror. Immer wenn du eine Karte ziehst, kommt ein +1/+1 Counter drauf. Jo. Wenn er stirbt, bringst du x11 blaues Squid Creature Tokens mit Inseltarnung ins Spielfeld, wobei x die Anzahl von +1/+1 Countern und Chasm Skulker ist. Also der ist auch wenn er stirbt, ist gut, macht er ganz viele Squids. Squids. Oh, Black Lotus! Der Spiegellotus, der kann reflekten, es ist ein Tasse Battlefield into Tournament Pay 0, wenn der du, they create a token copy of this expert, it lacks its ability. Aha, und für Tappen, exile card name, let's three mana in the color. Okay. Ich find's cool. Kannst du nur mal sagen. So. Und wir müssen auf jeden Fall mal marschieren, sondern mal nachfragen, ob wir diese Karten denn spielen dürfen. Nein, natürlich nicht. Die heißen natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Aber das wäre ja dann zum Black Lotus. Nein. Den habe ich gezogen. Aber das ist ja gar nicht. Nee. Ist ja nicht mein Seedeck. Nee, ich glaube. Ist ja gerade das Display. Nee, ich glaube nicht, dass man nicht spielt. Schade. Nee, ich glaube nicht, dass man nicht spielt. Ja, wir können uns ja selber darauf einigen. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir sagen, wir dürfen nicht spielen. Also wollen wir nicht spielen? Nicht? Genau. Choose one, Rapid Growth, nee, das geht auch tatsächlich nicht, weil du hast jetzt aber hier bei deinem Growth Charm machst du ja einfach. Ja, weißt ja gar nicht, was das heißt. Das oder das oder so, weißt ja gar nicht, kommst ja gar nicht klar. Nee, dann Giant Growth weißt du schon, ja, ne? Also, dann weiß er nicht aus. Also dann Wachstum, dann machen wir es halt einfach nicht. Dann sagen wir, das sind schön zum Haben, aber wir spielen sie nicht. Oh, Prinz of Titania, super gute Karte, auch eine teure Kammenkarte. Weiter. Nein. Ja, weil wir nochmal ganz kurz eben hier, wo wir gerade bei den besten Elfen sind. Für ein grünes, ein beliebiges Mana, ein Elfenduid 1/1, aber für Tappen bekommst du für Tappen ein grünes Mana in deinem Mana-Pool für jeden Elfen auf dem Spielfeld. Nicht mal nur deine, alle. Ja, gab es nicht einen DD jetzt letztens noch einen, der sagt, nur deine, aber auch so ähnlich? Ja, für drei grüne, man gibt ja nicht mehr drei grüne Mana. Oh. Und so. Ja. Marshall's Bauen für zwei weiße und vier. Verzauberung, wenn Marshall's Bauen oder ein anderes nicht landbleibende Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof gepackt wird aus dem Spielfeld, muss jeder Gegner eine bleibende Karte opfern, das ein Kartentyp damit teilt. Angel of the Dire Hour, zwei weiße Rares bei dir, für zwei weiße und fünf Mana Engel, Stärke 5, Widerstandskraft 4 mit Eile. Fliegend und wenn Angel of Dire or enters the battlefield, wenn du es von der Hand gesprochen hast, dann kannst du alle angreifenden Kreaturen exilen. Deswegen hat er ja Flash. Und Vasal so complete. Mega Legendary. Your deck can have only one copy of this card. Cool. Mega Legendary. Was ein Alpha Titan. Mega! Of all other permanents on the battlefield. Ui. Ja, der wäre auf jeden Fall super, ne? Aber, Also ihr könnt euch auch selber Testkarten malen, das ist ja auch eine schöne Sache. Ja. Cooles Gimmick auf jeden Fall. Ne, weil es ja eine offizielle Magic-Karte ist, die man halt hat. Da irgendwie. Das ist ja immer schön fürs Sammlerherz, ne? Und das sind alles Bilder, die ich auch hätte zeichnen können. Ja, das ist schön, ne? Wahnsinn. So. Ja, guck, ich muss doch nicht jede Karte vorlesen. Schön. Und hier, rot. Will sie ihn verstecken, ne? Ja. So. Einfach so die Hälfte des Booster Packs. Ja, genau. Wissen wir, hier haben sie die Hälfte des Booster Packs erreicht. Wenn das so gut ist. Hier mal eine Multicolor-Karte auch mal wieder drin. Jetzt kommt wieder ein Artefakt oder ein Artefakt-Land. Oh, teure Karte. Dam.
Asceti Cism, ja. Ja, ja. Es ist auf Scars of Mirrodin Reprint und einfach auch mega böse Multicolor-Karte, so Multiplayer-Karte. Für 2 grüne und 3 Mana Verzauberung. Kreaturen, die du kontrollierst, können nicht das Ziel von Sprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Ja, klar. Das ist für Multiplayer auch schon mal toll, ne? Da sagst du, ich leg die mal, da habe ich schon mal meine Ruhe. Aber sie kann noch mehr, denn für ein grünes und 1 kannst du sagen, ich regeneriere noch eine Zielkreatur. Nicht nur deine, kannst auch sagen, auch beim Gegner irgendwie, wenn du sie ein bisschen Freund und Allies irgendwie so ein bisschen machen willst, dann kannst du auch sagen, ja komm, ich helfe dir mal, ich regeneriere mal deine Kreatur. Super, was auch oben. Richtig, super, richtig cool fürs Multiplayer, ist die absolute Bombe. Ist und die gut. Kostet im Einzelkartensegment auch Geld. Also deswegen auch nochmal, man kann halt richtig coole Sachen ziehen. Guck mal, und es gibt noch einen zweiten Mehrslot. Champion of the Parish, für ein weißes menschlicher Soldat, 1-1. Immer wenn ein anderer Mensch das Schlachtfeld unter deiner Kontrolle betritt, legst du einen +1/+1 Counter auf den Champion. Und wieder eine tolle Karte. Die haben sie ja immer sehr lustig gemalt, muss ich sagen. Das Siege-Element, 6-6. Ungetappte Kreaturen können nicht blocken und tappte Kreaturen können blocken. Das wäre ja so eine Spaßkarte da im Endeffekt, ne? Hast du gecheckt? Ja. Super. Die Karte war übrigens früher mal rare. Aha. Mhm. Schön. Ja, schön zu sagen. Karte, praktisch ja. Wie, jetzt ist es nicht mehr, ne? Ist einfach zu alt. Ja, okay, dann können wir sagen, ist halt kein Rare, Bro. Rare ist es nicht mehr. Ist jetzt ankommen. So. Ja, ein Dreifachland. Mhm. Da hast du wieder eine Retro-Frame-Karte, aber die war ankamen, die zählt also nicht als wert. Aus Mirage war das übrigens. Deadly Tempest. Für 2 schwarze und 4 eine Hexerei. Zerstöre alle Kreaturen. Jeder Spieler verliert Lebenspunkte gleich der Anzahl Kreaturen, die er oder sie kontrolliert, die auf diese Weise zerstört wurden. Und ein domesticated Mammut, ein domestiziertes Mammut, das hast du dann so, das wohnt dann zu dir bei dir zu Hause so und schläft dann so im Vorgarten. Das, ne? So, das Mammut betritt das Spielfeld mit einer Token Copy of Pazifismus. Da ist es also praktisch, da kommt das normale Pazifismus drauf. Und dann kannst du ja den Pazifismus vielleicht irgendwie entfernen oder so und dann. Pazifismus, das läuft im Bank, ne? Dass du einfach nichts machen kannst. Ich block und nicht angreifen, oder? Das ist eine Kreaturenversorgung für ein weißes und eins und genau, kann nicht angreifen oder blocken, genau. Und kann, glaube ich, auch sonst keine Effekte einsetzen. Es hat eingefriedet. Das ist arm und Mammut. Domestiziert. Das war wohl eine rote Karte sein, oder? Hui, wow! So, Young Pyromancer ist eine richtig coole Karte. Für 2 Mana, 2-1. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei sprichst, dann generierst du einen 1-1 roten Element-Kreaturenspielstein. Super. Und das machst du in Rot andauernd. Und der ist nicht legendär. Wenn man den zweimal liegen hat, dann passiert das bei jedem Spruch dann doppelt. Wenn man 3 liegen hat, richtig, ja. Der ist richtig böse. Richtig böse. Sword Erasure, auch eine gute Karte. So, Quest. Ja, Quest in Feldangriff. Das ist halt so eine Rare-Karte, auch im alten Design, aus Planeshifted damals. Die hat viel Text. Die hat viel Text, ja, okay. Ist halt ein Fliegen. Achso, okay, dann. Ja, soll ich nochmal vorlesen? Nö, muss nicht unbedingt, ja. Ist mir egal. Okay, für ein grünes Mana kriegt er +1/+1, wenn er es zugeht. Ein Gegner legt ein +1/+1. Hippo bringt einen Nilpferd-Spielstein ins Spiel. Für Weiß bekommt er Schutz vor Schwarz und vor Rot bis eines Zuges und ein Gegner erhält 2 Lebenspunkte. Das sind halt eine coole Multiplayer-Karte. Ne? Voll fies. Du kannst ja auswählen, wer der Multiplayer geht. Und für Blau bekommt er Flugfähigkeit bis eines Zuges und ein Gegner mag eine Karte ziehen. Aber du wählst ja den Gegner. Wenn du jetzt Multiplayer hast, dann kannst du sagen, hier, mein ja. Spielbuddy. Ne? Also wenn du mich im Commander nicht angreifen würdest, immer dauernd, dann könntest du mir schon sagen, ja, guck mal, der Spieler darf dann... Beim letzten Mal Commander habe ich Matthias vor. Cauldron of Souls. Für 5 Mana Artefakt. Für Tappen wählen wir eine Nummer von Zielkreaturen und jede von diesen Kreaturen erhält Persist bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wenn sie stirbt und sie keine -1/-1 Counter hat, dann kommt sie ins Spielfeld zurück und hat dann einen -1/-1 Counter drauf. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Name ist. Und Stack of Paperwork, ein Papierstapel. Du ziehst eine Karte und komm mit der Mischung, du ist das Stack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Tag weg, ne? Direkt weg. Stack und Combat Damage und. Nee, danke. Aber ich bin auch hier, ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind also praktisch alles gut. 24 Booster sind ja drin. Das heißt, wir sind noch nicht mal auf der Hälfte. Das macht total Spaß. Also ich könnte das, ich bin gerade in so einem Infinity-Loop. So. Und wir haben noch keine Cards doppelt, glaube ich, ne? Keine einzige. Habe ich jetzt nicht drauf. Nemesis gerade. Of Reason. Für ein schwarzes, ein blaues und drei Leviathan-Horror, Stärke 3, Widerstandskraft 7. Immer wenn die Nemesis angreift, muss der verteidigende Spieler die obersten 10 Karten seiner Bibliothek in seinen Friedhof legen. Boom. Man kann ja auch dadurch einfach den Gegner töten, ne, indem er entdeckt wurde. Mystic Confluence. Für 2 blaue und 3 Mana einen Spontanzauber und wir können 3 Sachen wählen. Und wir können den gleichen Modus mehr als einmal wählen. Counter einen Spruch, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 3. Bringe eine Zielkreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück und ziehe eine Karte. Finde ich auch eine richtig coole Mittelmeerkarte. Ein Tiger Stadium. Also Battlefield, ein letzter Control, der White Blue, Black Permanent. Mhm. Okay. Super. Ja, so ein komisches Doppelland. Nee, aber sprich, irgendwie, wirklich auch, wenn du darauf achtest. Es ist ja so eine große, mysteriöse Edition, dass man ja eigentlich auch, wenn man Booster draftet oder Sealed Deck spielt, dass man keine Karte doppelt im Spiel hat. Eigentlich müssen wir jetzt eine Karte doppelt ziehen. Ja, so aber ich habe bisher noch auch von den Karten, die wir jetzt hier in den Farben hatten, noch keine doppelte gesehen. Ich habe mich richtig drauf geachtet. Ja, war mir klar. Ob wir jetzt schon irgendeine doppelt hatten oder nicht. Ja. Ne, bislang noch nicht. Oder würde mir schon auffallen. Ist klar. So, Rancor für einen auch eine super Karte und der Elf übrigens auch. Aber hier, verzauberte Kreatur, bekommt plus 2 plus 0 und hat Trampeln. Und wenn Rancor im Friedhof gelegt wird, aus dem Spielfeld, kommen wir noch die Hand zurück. Können wir auf die nächste Kreatur legen. Oh. Bladeding! Sie return aus dem Bladeding. Ja, da werden Erinnerungen wach, ne? Ja. Hättest du eigentlich dafür nutzen, den Booster. Ja, für so hast du mir auch die anderen gegeben, ne? Also, Fireless Tracker für einen Tracker. für ein grünes und 2 Mana, ein menschlicher Scout, Stärke 3, Widerstandskraft 2. Wenn ein Land das Spielfeld unter deiner Kontrolle betritt, ins Spiel kommt, dann hast du Investigate, das heißt, du nimmst einen Hinweis-Token ins Spielfeld und den kann man opfern für 2 Mana. Als Artefakt ist das, man zieht eine Karte. Und immer wenn du einen Hinweis opferst, legst du einen plus 1 Marker auf den Tracker. Und dabei ist wieder nur eine Rare-Karte drin, wobei der Bladewing ja früher mal rare war, ne? So, und eine Cave Witch. Die ist jetzt nicht alle vor, wie sie dann total lustig sind, diese Design-Karten. Ja, der Bladewing war auch mal rare. Super, hast du gerade schon gesagt. Und dann wurde der, habe ich schon gesagt, dass der Bladewing früher mal rare war? Nee, hast du nicht. Nicht? War der Bladewing früher war der schon mal rare? Tatsächlich war der früher rare. Krass. Guck mal, jetzt kommt eine rote Karte. Sick. Boah, woher weißt du das? Magie. Super, Wahnsinn. So, okay. Die Multicolor-Karte? einfach wegschmeißen. Oh, Tinker ist eine super Karte, die auch teuer ist und die kam wieder mal aus Ursas Vermächtnis, aber einfach brettalt. Ne? Also Ursas Vermächtnis, Ursas Legacy ist irgendwie, keine Ahnung, die irgendwie, sag mal, 10. Magic Edition gewesen, so roundabout. Was oder so. Jetzt in Innistrad mit einer Hand wird die 90. sein. Die 90. Magic ist Wahnsinn. Ne? Also insofern ist die ein bisschen, ist die ein bisschen älter. Ne? Ich kann sagen, mal, das kommt zu viele Editionen, ne? Verstehe ich gar nicht. Wobei die Mystery Booster Convention ist, die zählt ja die als Edition, die ist ja extra. Ne? So, ein blaues und 2 Mana Hexerei dann, wenn du Tinker spielst, musst du ein Artefakt opfern. Ne? So. Ja, das ist jetzt wieder ein neuer Text dann irgendwie. So, und dann kannst du deine Bibliothek nach einer Artefaktkarte durchsuchen und bringst das Artefakt ins Spiel und mischst deine Bibliothek. Sprich, du kannst irgendwas nehmen, was meinetwegen auch irgendwelche Nachteile hat oder so und dann, was ist das denn für ein Booster? Sag mal. Willst du streichen? Ja, krass. Birds of Paradise. Für ein grünes Mana, ein fliegender Mana-Vogel 0-1. Ja, und für Tappen gibt er dir einen Mana in der Farbe deiner Wahl. Das ist der super Booster. Also Tinker ist eine echt super Karte. Oh, und ein Animate Spell. Super. Das findest du toll, ne? Ja. Also Julian kann nicht alle Bilder malen. Also das kann er nicht. Aber doch, das, doch. Das kann er. Ja, ich kann das, doch. Ich kann das bestimmt alles. Das wollen wir ja alle sehen. Wo wir sagen, okay, tu es. Mal es, los, mach es.
So. Aber immer noch keine Karte doppelt. Auch nicht von den Commons oder Uncommons. Und Tinker hast du halt so gespielt, dass du einfach irgendwie ein günstiges Artefakt dann wegopferst. Ne? Und dir dann einfach das mega, mega krasse, brettharte Super-Artefakt aus deinem Deck holst. Hm. Ja, weil Tinker kostet ja nur einen Blau, sind zwei Mana. Jo. Dann kannst du also irgendwie dann irgendwie so ein 10-Mana-Artefakt und bam. Ne? Keine Ahnung. Irgendwas ganz Gemeines rausholen. Stimmt, so, ja. Dominus of Feldvieh. Das ist Hybrid-Mana. Das heißt, da können wir entsprechend mit blauem oder rotem Mana bezahlen. 5 müssen dann ein Stück halt sein. Und dann haben wir einen Spirit-Avatar. 4-4 fliegend. Und zu Beginn unserer Versorgungsphase, dann bekommen wir die Kontrolle über eine bleibende Karte bis zum Ende des Zuges. Ja, wenn wir das machen, dann enttappen wir sie und sie bekommt beide bis zum Ende des Zuges. Ja, also können wir uns mal was wegklauen. Und auch hier wieder eine zweite Rare-Karte, Boompile, 4 Mana. Super. Tappen, eine Münze werfen und wenn wir den Münzwurf gewinnen, zerstören wir alle nicht landbleibenden Karten. Also auch die Boompile. Und, oh Gott, den Underdark Beholder. Die ganz, ganz böse schwarze Monsterkarte. Die muss man sich in Ruhe angucken. Irgendwie könnt ihr auf Standbild machen, wenn ihr durchlesen wollt oder so. Aber das ist dann hier, das sprengt dann den Rahmen. Aber ich finde es, also ich finde es auch gut, oder? Ja. Ich finde es auch richtig gut. Finde ich auch witzig. Und wie gesagt, man kann ja im Freundeskreis auch sagen, ne, komm, egal, wir spielen die dann halt. Ja? Oder wir malen sie aus. Oder egal. Ja. Genau. Ich glaube, es kommt eine rote Karte. Ja, glaube ich auch. Zack. Boom. Jackalpack kam es, glaube ich, doppelt. Weiß ich nicht. Mhm. Die Karte war mal rare. Ja, so. Oh! Den haben sie aber mit der ganz komischen Schrift versehen, ne? Der ist aber nicht so original gedruckt, das ist eine Retro-Frame-Karte und irgendwie haben sie vergessen, die Schrift anzufärben. Guck mal, eigentlich sollte die Schrift doch irgendwie beim Flameshot in weiß sein. Na, und auf einmal ist die da, oder hier auch, da ist die auf einmal schwarz reingerutscht. Keine Ahnung, ob es ein Druckfehler ist oder ob der jetzt eben hier ein Druckfehler ist. Der ist auch einfach 2-0. Ja, da also kommt ein Counter drauf. Und so, ja. So, Wheel of Invention. Für 3 blaue und X, ein Spontanzauber mit Improvise. Da können die Artefakte dir helfen, den Spruch zu sprechen. Jedes Artefakt, das du tappst, verringert das farblose Mana um 1. Und dann kannst du die Bibliothek nach einer Artefaktkarte mit umgewandelt Mana kosten X oder weniger durchsuchen, sie auf das Spielfeld, aufs Spielfeld bringen und dann deine Bibliothek mischen. Unten wie ein kleiner Bird. Sick. Wenn er stirbt, bringe eine Flying Counter on Target Creature. Put Flying Counter on Target Creature. Aber es wäre ja für einen Mana nur. Richtig, richtig kranker Vogel. Ja. Der ist richtig, der ist richtig. Alpha. Ja, das ist der Alpha Bird. Alpha Vogel. Ja. Vor dem hat selbst der Paradiesvogel Angst. Mhm. So. Animated. Sehr gute Ankamkarte. Einfach wie ohne Sekret aus dem Friedhof wieder. War mal eine Well? Nee, die war immer Ankam, aber. Oh. Die ist auch, die kommt praktisch nur, das ist ja jeden Refill von Eternal Masters und ja. Ja, Eternal Masters ist ja auch eine Edition, die teurer ist, insofern kommt man hier mit Glück da einfach mal wieder ran, ne? Weil sonst ist die Karte einfach brett alt. Mana Sanctuary ist eine Ankam-Karte, nicht wirklich so mega interessant aus Apokalypse. Praisizer Dragon aus PCA. Keine Ahnung, was PCA ist. Irgendwas ganz Spezielles, Sonderbares, irgendwas. Keine reguläre Serie. Keine Ahnung. Ja. Jetzt aber war PCR, ne, Chris? Ja. Für 2 rote und 4. Ein Drache, 4-4, fliegend mit Devour 2. Verschlingen 2. Wenn diese Kreatur das Spielfeld betritt, dann kannst du eine Anzahl von Kreaturen opfern, die, also opfern, die du selber gerade willst. Und diese Kreatur betritt das Spielfeld mit 2-mal so vielen +1/+1 Counter. Also wir opfern eine Kreatur und dann kommt die da mit 2+1 Counter und könnt auch mehrere Kreaturen verschlingen. Und immer wenn er angreift, dann macht er Schaden auf eine Zielkreatur oder Spieler gleich der Anzahl an +1/+1 Counter auf ihm. Jo. Ne? Und pick your poison. Wähle deinen, Poison ist eigentlich ein wähle Gift, dein Gift. Wähle dein Gift, ja. Mhm. Okay. Alles klar.
Und findest du es cool? Ja. Das ist schön. Aber wenn es in Deutsch wäre, wäre dir lieber, ne? Definitiv. Ja, dann müssen die sich ja tot übersetzen. Also du musst ja so viele Karten dann nochmal ins Deutsche. Das ist, obwohl ja viele Karten gibt es ja eigentlich auch in Deutsch. Ne? Aber das ist ja wirklich so ein mega limitierter, auch wieder sehr teure Ankamkarte übrigens. Mhm. Oh, guck mal. Und ein Mythic Rare. Gott. Also irgendwie öffnest du ein bisschen besser hier. Natürlich. Atreus, God of Passage. Ein schwarzes, ein weißes und eins. 5/4 legendärer Verzauberungsgott. Der ist unzerstörbar. Und solange deine Devotion, deine Hingabe zu weiß und zu schwarz ist weniger als 7, ist er keine Kreatur. Aber er kommt dann rein und selber Hingabe zählt immer die Mana-Symbole entsprechend, die farbigen. Und er zählt jetzt weiß und schwarz. Also da ist 7 muss erreichen und 2 bringt die Karte ja selber schon mit. Ne? So, und wenn du 7, wenn die Hingabe 7 oder mehr ist, dann wird er jetzt zu einer Kreatur, ist dann 5/4. Und immer wenn eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, bring sie auf deine Hand zurück, es sei denn, Der Gegner verliert 3 Leben. Er zahlt 3 Leben. Ja, ja, und nochmal genau, hau mal alles rein. Sag mal, Mishras Bauge auch noch dabei. Okay, Ephra, Halikun Witness für 2 Weiße und 4 Mana, ein Avatar, 4/4 Lebensverknüpfung. Und für 4 Mana tauschst du die Lebenspunkte mit Ephra, Halikun Witness Power. Deine Lebenspunkte? Oder? Ja, du gehst dann halt, dann hast du eine Stärke von 20, aber sie hat ja Lebensverknüpfung, greift dann an. Dann. Super. Ich finde das auch ganz toll gezeichnet, Julian. Ich finde das super, ja, dass du dich da so einbringst. Ja, und dass deine Zeichnung. Ja, einfach um so Stream zu gucken und haben gesagt, oh, der kann so gut sein und das machen wir da. Ja, das finde ich super. Search abgeben, aber sind wir ja auch hier Ultimate Masters. Ja, und wenn es halt in Deutsch rauskommen würde, dann müsste es ja in den anderen Sprachen auch noch rauskommen. Magic wird ja mittlerweile in, glaube ich, 11 Sprachen veröffentlicht und dafür ist die Auflage einfach zu klein. Das ist ja wirklich jetzt irgendwie so eine Mini-Auflage, um halt einfach weltweit die Store-Events wieder ein bisschen anzukurbeln und einfach mal auch ja, dieses fordernde Multiplayer oder dieses Altspielerspiel, mal, wenn es mal ein bisschen schwieriger sein darf, ne? Mal zu befeuern. Runescard Demon für 2 schwarze und 5. 6/6 fliegender Dämon. Und wenn er das Spielfeld betritt, dann können wir unsere Bibliothek nach einer Karte durchsuchen, die auf die Hand nehmen und dann die Bibliothek mischen. So, also noch ein Tutor mit dabei. Und Start Fire. Die gucken wir uns also auch nochmal in Ruhe an. So. Aber ihr seht, man kann auch sehr unterschiedlich öffnen. Also er rockt hier so ein bisschen ab, ne? Ja, 2 Removals und so, guck mal. Das ist einfach definitiv besser als so. Ist halt einfach die Sache, wenn, ob jetzt Englisch ein Hindernis ist, ne? Und wenn es ja halt kein Hindernis darstellt, dann kann man es einfach mal machen, ne? Man weiß halt überhaupt gar nicht, was einen erwartet. Time Thief für ein blaues und schwarzes Artefakt für Tappen opfere 5 Artefakte, kriegst du einen Extrazug. Das kann man natürlich dank der Schätze mittlerweile ganz gut spielen. Nee! Erstmal am Lob, ich bin aber auch Junge, mächtig. Also die Mana Crypt, das ist eine Karte, die geht auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die teuerste Karte, die wir jetzt geöffnet haben, weil wir reden ja nicht über Kartenpreise, aber die geht halt schon hoch. Ja. Die kostet schon Geld. Ja. Für ist. Weiß ich. Ja, ist auch ein Reprint damals aus Eternal Masters. Eine Mythic Rare aus Eternal Masters. Im Mystery Convention Booster geöffnet. Bam. Ne? Ja, ist auch selten. Für ne? 0 das Mana, war eine Karte doppelt sieht, man, ne? Legt, man legt sie für 0. Und zu Beginn deiner Versorgungsphase musst du eine Münze werfen. Wenn du den Münzwurf verlierst, dann bekommst du 3 Punkte Schaden. Das musst du halt immer machen. Aber dafür sagt sie halt direkt tappen, 2 Mana. Ja. Also wie der Sonnenring, nur sie kostet halt kein Mana. Genau. Was ist das? Oh. Das ist süß. Verzaubert 2 Kreaturen. Verzauberte Kreaturen bekommen jeweils bloß einen Besatz am Hexproof. Und immer, wenn eine der entzauberten Kreaturen stirbt, muss sie auch die andere zerstören. Oh. Oh. Bis das der wenn die Tod eine stirbt, dann stirbt auch die andere. Dann sind die vereint für alle Ewigkeit. Super. Lustig. So. Ja, ich habe ziemlich gut geöffnet bis jetzt. Ja. Aber mal
Ja, feierlich. 5 zu 10 ist ja natürlich auch schon. Mana-Krypt. Mhm. Ja. Nicht leicht, weil du musst ja so sehen, du ziehst ja hier eigentlich keine Karten doppelt. Darum ist ja die Chance auch ziemlich gering, dass man die Karte ziehen kann. Aber ich kann es natürlich nicht. Der Pool ist unglaublich groß. Ja. Blackbird hat auch eine schöne Kaskade-Karte. Ich hätte die Thomas-Krypt. Guck mal, die kann den Friedhof leeren. Hm, naja. Auch gut. Oh, Meddling, aber das ist ein richtig gutes Sachen. Gut, gute Puls. Meddling Mage. Für ein weißes und ein blaues Mana, ein Mensch, Zauberer 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, benennen wir eine Nicht-Landkarte. Und die genannte Karte kann nicht mehr gespielt werden. Da kann ich zum Beispiel sagen, Mana-Krypt. Dann kannst du deine Mana-Krypt nicht mehr spielen. Blackbird los. Ja, zum Beispiel. Boom. So, und Trading Post nochmal als zweite Rare-Karte. Also auch nochmal gut, dass halt praktisch sehr oft auch einfach zwei Rares im Booster drin sind. Ne? Ja, eigentlich fast immer, ja. Ja. Artefakt für 1 und tappen, opfern wir eine Karte, werfen eine Karte ab und bekommen 4 Leben. Oder für 1 und tappen, zahlen wir ein Leben und bekommen eine 0-1 weiße Ziege. Auch, das soll man nicht unterschätzen. Und für ein Tappen und einmal bezahlen, opfern eine Kreatur, zum Beispiel eine Ziege. Returned können wir ein Artefakt vom Friedhof auf unsere Hand holen. Und für ein Mana und Tappen und dann Artefakt opfern, ziehen wir eine Karte. Also irgendwie kann man alles mit ihm machen. Ja. Ne? So, und Sarah's Wings. Das ist ein richtiges Julien-Bild, finde ich. Ne? Travels Wings. Ja. Ah. Und da unten liegen dann die toten Engel oder was? Ja, richtig cool. Das, nein, das Wahnsinn. Ist halt Wahnsinn. So ein Krieg, weißt du? Der eine Engel fliegt und die anderen sind halt Bodensoldaten. Die hat einfach schon ein paar auf dem Boden. Ganz toll. Jetzt wisst ihr, wie die Testkarten bei Magic the Gathering aussehen. Die sagen, hier, wir machen uns selber. Ja? Gibt das ein bisschen Einblick in die Spieleschmiede, ne? Ja. Ja. Phyrexian Metamorph. Das ist phyrexianisches Mana. Das heißt, man steht auch dabei. Kannst du entweder blaues Mana bezahlen oder mit 2 Lebenspunkten. Und dann noch 3 Liebige dazu. 0-0, aber du lässt ihn ins Spiel kommen als Kopie von irgendeinem Artefakt oder Kreatur auf dem Spielfeld. Es sei denn, dass es ein Artefakt in Zusatz zu einem anderen Typen ist. Der metamorpht sich halt so rein. Oh, sag mal! Das ist wieder eine Mythic Rare. Das ist eine Mythic Rare. Aus Modern Masters 2. Was öffnest du denn da? Wir legen es gleich nochmal aus. Skill. Ja, ja, ja. Für 3 rote und 2. 2-2, Eile. Und für Tappen bringen wir einen Spielstand ein, der eine Kopie einer ziel-nicht-legendären Kreatur ist, die wir kontrollieren. Und dieser Spielstand hat Eile und müssen wir zu Beginn des nächsten Inzidenz opfern. Und Zündin ist mir gemacht. Den hast du nicht gemacht, das weiß ich. Den habe ich nicht gemacht, ey. Ja, das Artwork ist so. Ein Vampir-Zauberer. Das ist hart. Den hat bestimmt die Mädchen gemacht. Ja. So. Okay. Aber cool, leider gleich schon zu Ende. Ich habe noch einen Booster hier nach. Curiosity, auch eine coole Ankamkarte. Neugier. Auf Deutsch. Kommt doch die rote Karte. Hey, richtig. Ah, das warte mal. Ein bisschen schießen, oder? Weiß ich nicht. Haben wir die nicht einmal in einzelnen Artwork da? Die schwerste nicht. Ja, wieder Retro-Framed, aber nichts wirklich Besonderes. Drana, ein Vampir-Schamane. Für 2 Schwarze und 3 Mana fliegen, 4-4. Und für 2 Schwarze und X, eine Zielkreatur bekommt -0 minus X plus 0 des Zuges und Drana bekommt plus X plus 0 des Zuges. Und ein Chronobot. Das habe ich wieder gezeichnet. Ah. Ja. So. Ja, das Display hat sich auf jeden Fall auch hier durch den Puls, also die du jetzt auch gerade mit reingebracht hast, mit dem Gott und der Mana Crypt gerade noch. Und mich Kijiki und so, das war schon fett. Den Word, also wir links, ja, wirklich mal gucken, was also drin war. Also, das ist eine Frage, ist halt wirklich, ob man durchgängig im Display dann so eine Ausbeute hat, weil ich weiß echt wirklich gar nicht, was da alles drin zu finden ist. Ja, ist halt so eine unglaublich große Edition. Sakashima the Impostor. Für 2 blaue und 2 aus Saviors of Kamigawa damals. 3-1. Wenn er ins Spiel kommt, wählst du eine Kreatur im Spiel. Wenn du das machst, kommt er ins Spiel als eine Kopie der Kreatur, außer dass der Name weiter Sakashima ist.
Und er ist weiter legendär und er bekommt für 2 blaue und 2 bringen Sakashima auf die Hand seines Besitzers zurück. Zum Ende des Zuges. Kannst du also wieder, wenn dein Spiel kommt, wieder was zu was anderem werden lassen. Steamflogger Boss für ein rotes und 3-3er Goblin Rigger. Andere Rigger, die du kontrollierst, bekommt das absolut. Ich glaube, es gibt immer noch keine wirkliche Versendung von der Karte, außer damals in Unstable, das ist eine Spaß-Editionskarte. Ne? Mhm. Ja, und ein Rigger, ach genau, das war mit dem Assemblen, ja, dann darfst du zweimal Assemblen, ja, das kam nur aus Unstable, aus der Spaß-Edition. Also die braucht man nicht wirklich, es sei denn, man will jetzt viermal einen 3-3er legen. So, letzter Booster. Außer die Booster, die wir noch für unser Field-Deck öffnen. Die kommen wir nochmal extra. Und dann geht es um die Wurst. Gucken, was da dann so drin ist. Bin auch sehr gespannt, wie sie spielen. So, wieder auch das weiße Removal. So, Counterspell. Ich glaube, das ist eine rote Karte. Weil Luvianische Warde, die ist jetzt coming. Die war früher mal rare aus Allianzen. Die war damals die teuerste Karte des Sets. Für 2 rote und 2 Mana einen 5-5er hinlegen. Also, das war damals episch. Deswegen der Drawback, der negative, eigentlich auch nicht so schlimm war. Der wurde damals einfach gesagt, egal. Ne? Weil wenn sie ins Spielfeld kommt, musst du sie opfern, es sei denn, du wirfst eine Karte, eine bestimmte Karte ab. Boah, ist die schlecht. Ja, nach heutigen Maßstäben schon, deswegen ist sie auch Kamm. Aber damals war 5-5 einfach ein Brett, weil du noch nicht so viele starke Kreaturen hattest. Eternal Witness, und dann kam Karte, auch richtig gut. Explore, auch schön. Whisper Silk Cloak, auch eine schöne Ankamenkarte. Oh, ha, ich kann auch Mythic. Die Drachenbrutmutter. Super. Für ein grünes, 3 rote und 2 Drachen, 4-4 fliegend. Zu, wieder eine richtig schön fürs Commander. Ja, so schön ist es. Ja. Ja, fürs Commander-Multiplayer-Spiel. Zu Beginn jeder Versorgungsphase bringst du einen 1-1 roten und grünen Drachenkreaturen, Spielstand mit Flugfähigkeit und Verschlingen 2 ins Spiel. Verschlingen 2 haben wir gerade erklärt. Ne? Wenn entsprechend wieder andere Kreatur opfern, dann kriegt der 2 plus 1 Designs Marke drauf. Dann können die sich immer so mal gegenseitig hochverschlingen, wenn man dann will. Aber wir haben ja auch mal die besten Drachen vorgestellt. Und es gibt ja auch noch richtig coole Drachen-Commander-Karten, wo dann irgendwie jeder Spielstand, den du machst, dann irgendwie, weil es ist ja Drachenspielstand, da werden die sofort dann irgendwie viel stärker und sonst irgendwas. Aber ich hab mal was. Da. Oh! Collective Brutality. Die war früher auch echt gut aus Wert. Eine gute Karte aus Eldritch Moon. Die ist so gut, ja. Ne? Für ein schwarzes und 1 Hexerei. Mit Eskalieren. Du kannst eine Karte abwerfen und dann zahlst du dies als Kosten für jeden Modus, den du nach dem ersten wählst. Also ein Modus sowieso, ansonsten eine Karte abwerfen für jeden weiteren Modus. Wähle eins oder mehr. Zielgegner zeigt seine Hand und du wählst eine Spontanzauber- oder Hexereikarte. Davon musst du die dann abwerfen. Oder eine Zielkreatur bekommt minus 2, minus 2. Oder ein Gegner verliert 2 Leben und du bekommst 2 Leben. Die Karte ist auch echt super. Mhm. Und? Mana Abundance. Irgendwas, wenn a player would add mana, instead all players add that mana. Ja, so. Und auch wieder ganz toll gezeichnet. Juhu. Mana für alle. Mana für alle. Juhu. Yeah. Brainstorm. Kennst du nicht, ne? Brainstorm. Ja, ist für ein. Wo ist jetzt hier nochmal ein richtig Mensch, guter Mensch, ich werde das Ziel sogar von gewinnen. Ich sage, du lachst dich wieder total durch, weißt du? Ja, wie immer. Ja. Misdirection, auch cool, richtig cool. Für 2 blaue und 3 Mana Spontanzauber. Du kannst eine blaue Karte von deiner Hand entfernen, ne? Also exilen, anstelle Misdirections Beschwörungskosten zu verlegen. Also so wie beim Force of Will, ne? Einfach hier nichts mehr mit 5 Mana. Mhm. Stattdessen einfach eine blaue Karte exilen. So, ändere das Ziel eines Zielspruchs mit einem einzelnen Ziel. Also wenn er sagt, ich mach deine Kreatur kaputt, sagst du, ne, machst du nicht, machst du deine eigene kaputt. Hm, ja. Ne? Nochmal so eine. Generated Horizons, ja, ganz toll. Super. Schön. So, dann wollen wir da mal auslegen, was wir haben. Also ich lege jetzt mal hier die Retro-Fan-Karten, die jetzt nicht so prall waren, die zählen nicht. Und unsere schönen, sollen wir nochmal kurz die Apfelkarten hinlegen, wie toll die alle gezeichnet sind. Guck, ich lege sie mal kurz hier, ja, so ein bisschen hier. Können wir das mal verteilen. Also. Schöne Bilderchen. Wir können sie ja gerne übereinander legen. Ist ganz toll, haben sie es gezeichnet. Ich bin immer schneller. Zack, 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 zack. Und dann kannst du nochmal überlegen. Da so kann man die gar nicht mehr oben sehen. Die ist mit am besten. Ja, da oben kann man nicht sehen. Okay, so. Hast du ja recht. Muss so legen. Ja. Die ist auch ganz toll gezeichnet.
Auch davon haben wir jetzt keine doppelt. Den Vogel finde ich auch richtig gut. Und den. Sag mal, wenn die so richtig doof sind. Oh Mann, oh Mann. Okay, ja, so viel dazu. So, jetzt. Schieb einfach alle. Ja, alles in meiner Schieb mal alles zum jungen Roboter. Ah. So, also hier. Ich leg mal als Erste aus. Wir haben ja. Ja, ich leg mal. Sollen wir die Rares ein bisschen zählen? Lass mal kurz zählen. Weil es waren ja 24 Booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Das ist ein sehr guter Schnitt, weil 2 mal 24 wären ja. Ja? Wie viel wären es? 48. Aha. Na, so. Und wie viel 39. Und das ist ja schon so Faktor irgendwie über 1,5, würde ich mal sagen. Jetzt so auf Druck, so ob ich mal Daumen jetzt gerechnet habe. Keine Ahnung. Julian kann das natürlich bestätigen. Klar, ja. Auf jeden Fall. Und bei dem, was wir gezogen haben hier an Bomben und an Mythics auch, würde ich schon sagen, ja, cool. Machen wir ruhig weiter, hauen wir drauf. Pong, also ich fand da mal richtig coole Sachen. Pong, 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 zack. Zack, 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 zack. Mal schön nach oben. 1, 2, 3, 4. Also ich fand unsere Ausbeute gut, wenn wir sagen, wir haben 39 Rares und Mythics auf 24 Booster. Plus noch die ganzen vielen guten Uncoms, die auch teilweise bei dir keine Achtung finden, aber ich habe sie gesehen. Wie Strasbaum, Eternal Witness und so weiter und so fort. Ja, der war auch gesehen. Also von mir gibt es definitiv einen Daumen hoch. Mana Club hat es natürlich total rausgerissen, muss ich nochmal sagen. Aber auch sonst habe ich da Bock drauf, muss ich sagen. Ich freue mich schon richtig auf Spielen. Und also wenn man einfach sagt, ich möchte so einen totalen Chaos-Magic-Booster mal mir so wegsnacken, wenn es euch auch interessiert, dann wartet nicht zu lange, weil die Edition ist wirklich mega limitiert. Das ist kein Joke. Es ist wirklich, also es kommt auch nichts nach, weil es ist ja eigentlich nicht für den normalen Verkauf bestimmt, sondern wirklich nur an teilnehmende Fachgeschäfte für das Spielen im Ladenlokal. Das heißt, jedes Fachgeschäft bekommt nur ein begrenztes Kontingent und dann ist finito. Ne? Also insofern wartet da nicht zu lange. Ja, wir werden es ja auch zocken. Ja, ich freue mich drauf. Genau. Gut, wenn es euch auch gefällt, gebt ein Like, schreibt gerne einen Kommentar, wie eure Feelings sind, was ihr zu unserer Ausbeute denkt oder generell zu Mystery Booster Card Convention Listen und natürlich zu diesen super Testkarten, die ja auch sonst nirgendwo anders zu finden sind und ob ihr sagt, sind total unnötig oder ob ihr sagt, nee, die holen mich voll ab, ich finde das richtig cool, lass uns die spielen oder so, ja. Allein kann man ja auch machen, einfach im Freundeskreis mit den Testkarten spielen, finde ich richtig cool, weil es gibt sie, warum soll man sie nicht spielen, meine Güte. Genau. Ja, das größte Magic-Format der Welt ist ja einfach, spiel die Karte, die du besitzt und es ist eine reguläre Magic-Karte, also was soll's, ne? So, okay, ja, schreibt gerne mal Kommentare und schaut gerne noch irgendwie in die anderen Videos rein, die wir auf dem Kanal so haben, denn wir unboxen uns ja noch durch alle anderen Sachen durch. Die News haben wir, Duell-Videos und. Live sehen könnt ihr uns auf Twitch, Trader Online Video immer Sonntag um 14 Uhr, werden wir auch hier unsere Sealed Deck Duelle dann entsprechend auf Twitch live streamen am Sonntag und dann gehen die Duelle aber im Nachgang auch auf YouTube hoch. Ja, das bleibt zu sagen. Unterstützt uns gerne mit dem Abo und dann sind wir raus und wünschen euch viel Spaß mit Magic, bleibt gesund und ja, viel Freude, alles Gute, bis dann. Tschüss.